Die Kraft kommt zurück. Die Beine gehorchen Sophie immer besser. Und hätte der 19-Jährigen im letzten Sommer jemand gesagt, dass sie heute wieder auf ihren Beinen stehen und tanzen wird, sie hätte es nicht geglaubt. Ich bin echt positiv überrascht worden von meinem Körper und von meiner Geschichte vom Anfang, wo man mir gesagt hat, ich werde nie wieder laufen können. Aber natürlich ist es immer wieder eine Überraschung, wie mein Körper reagiert, auch wenn ich laufe. Manchmal sagt halt mein Fußheber, nee, er möchte jetzt nicht. Und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht über ihn drüber falle. Ich muss mir immer sagen, wo ich herkomme. Und das ist nicht der Vergleich zu früher, wo ich hier zwei Pirouetten auf Spitze gedreht habe, sondern das ist der Vergleich zu diesem Krankenhausbett. Wo habe ich angefangen letztes Jahr? Noch vor ein paar Monaten war alleine Aufstehen aus dem Rollstuhl für Sophie ein Problem. Nach einer OP, bei der ihr ein Abszess in der Wirbelsäule entfernt worden war, kämpft sie sich zurück in ihr Leben als Tänzerin. An der Paluca-Hochschule steht sie kurz vor dem Abschluss, als die Diagnose kommt. Ihre Bachelorarbeit tanzt sie trotzdem sitzend, vor allem mit dem Oberkörper. Kurz darauf hat sie ihr erstes Engagement in einem Stück namens Perfekt, Unperfekt. Ich bin alles andere als perfekt und stehe trotzdem auf der Bühne und habe trotzdem als Tänzerin gearbeitet und sage, ich mache trotzdem das, was mich glücklich macht. Und sie will weitermachen an der Paluca-Schule in der Meisterklasse. Und sie will eine Forschungsarbeit beginnen über Tänzer mit Handicap. Man weiß nie, ob 90, 80% zurückkommen, aber für den Stand, den ich habe, bin ich einfach so unglaublich dankbar und einfach nur überwältigt, dass das so wieder möglich ist.